Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Skyward Swords HD. Wir wollten gerade hier reinspringen und dem, wie heißt er? Quasi Ganondorf, dem Mondenfürst, whatever, in den Arsch treten. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal einen Stärketrank geholt. Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Fühlst du dich bereit für den Kampf? Klar. Gebieter, ich bin immer bei dir. Gebieter, viel Glück. Jetzt fühle ich mich vielleicht doch nicht mehr so bereit. Hier ist es aber schön. Blauer Himmel. Looks nice. Er sieht echt aus wie Ganondorf, ey. Also Haare und Gesicht. Der Körper ist ja eh immer anders. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Ich hab grad Hunger, Leute. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ja, es sieht auch eigentlich ganz schön aus. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Jetzt fühle ich mich nicht ready. Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Okay, ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit. Okay. Okay, wir sollten den Trank schlucken. Wie schluckt man den Trank, Leute? Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe. Ja, das wird ein bisschen schlecht dann. Gehört diese Welt den Dämonen? Oha, okay. Ich bin ready. Ich bin nicht ready. Ich bin ready. Ich bin nicht ready. I'm not that ready. Aua. Gut. Also. Ha? Was geht? Nee? Oh, wir sind getroffen. Aua. Nee, zu slow. Hä? Er hat nicht angegriffen. Aua. Hallo, Herst. Was machst du denn? Aber ich sollte nicht immer so greedy sein. Einmal schlagen reicht. Einmal schlagen reicht. Komm. Ja, wir verpassen die eine. Und dafür. Komm. Aua! Digga, bist du doof? Ja. Langsam annähert sich das Eichhörnchen. Oh, er hat uns echt in den Bauch geboxt, Digga. Wir sind gar nicht so kacke, glaube ich. Komm. Das war kacke. Na, ich schaff's nicht, ihn zu blocken. Ja. Oh. Das war nicht gut. Manchmal haut er gleich so schnell hintereinander zu.
Hä? Nein! Oh, wir haben es geschafft. Oh, er ist so farblos. Laser finde ich nicht gut. Können wir das auch? Ach man, ich muss doch blocken. Das Ding ist wieder aus, oder? Okay, das war vielleicht nicht so gut. Aua, das war nicht gut. Ach man, nee, er hat uns... Ja, richtig gut. Hallo? Aua. Was treibt der Digga denn? What? Das war unfair. Nee, what? Aua, what the heck? Was soll das denn? Alter, ist das unfair. Dieser Kampf ist so unfair. Haben wir es geschafft? Ich habe mich sehr viel beschwert. Oh Mann. Kommt jetzt Phase 3? Weil den Girahim das arme Schwert, Alter. Hä? Was ist denn jetzt los? Ist Girahim tot? Ein Menschlein besiegt von einem Menschlein? Beeindruckend, aber merke dir, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Ihr beide mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeit verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer aus Finsternis verfolgen. Okay. Ja, ich finde, das ist ein richtig guter Anfang der Zelda-Reihe. So storytechnisch. What happened now? Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbleibende Essenz wird in dem Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen, wird in das Masterschwert übertragen. Sorry. Ja gut, ich finde, ich habe mich jetzt gar nicht so schlecht angestellt. Und, haben wir zu lange gebraucht? Sieht ein bisschen so aus. Muss man das timen? Das hast du gut gemacht, Link. Impa hat doch jedes Mal eine andere Stimme. Oh.
Adabado und Zelda. Danke, Link. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Na, nicht wirklich. Die zukünftigen Zeldas und Links sind so am Arsch. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardup geleistet habt. Was? War nur ein Witz. What the heck? Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach, Quatsch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ach, Bardo. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Alter, was ist jetzt? Achso. Göttin Hylia. Ich meine Zelda. Ich bin froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Ich bin das Schwert, so wie der andere das andere Schwert ist. Krass. Ah, wir müssen das Schwert hier lassen. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin. Bezwinger des Todbringers, Link der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Oh. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Ich bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Ja, erst, ich will mein Schwert nicht abgeben. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Das Schild hat abgewehrt. Lassen wir einfach mal da stecken für die nächste Generation. Link. Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Wie ich so lieb. Link, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke, mein Gebieter, Link. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen.
Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Hylias Erinnerung. Ihr wisst doch, ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht alleine zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Er darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie mehr bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Sheikah sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Oh. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforces ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? Wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt. Oh, Impa ist das. Interessant. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Impa, ich danke dir. Danke. Mich triggert das Uhr, dass diese rechte Türhälfte kaputt ist. Und dann plötzlich, wenn die Tür aufgeht, immer wieder funktioniert.
The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Auch ein wunderschönes Logo. Ich mag es sehr gerne. Mir gefällt das mit Abstand. Ist eines der schönsten Zelda-Logos, finde ich. Aber geht's auch endlich weiter? Ja, jetzt. Also weiter, vor allen Dingen. Jetzt ist es halt zu Ende. Ja, und da haben wir schon unseren wunderschönen Abspann. Ich kann euch sagen, bleibt dran. Es gibt noch eine End-Cutscene. Aber natürlich auch während die ganzen Credits durchlaufen, sieht man natürlich noch ein paar geheime Ausschnitte, die wir gar nicht kennen. Nämlich, wo Zelda im Tempel ankommt. Also besser gesagt, im Erdland ankommt. Alle geheimen Cutscenes, die wir bisher noch nicht gesehen haben, finde ich sehr, sehr cool. Jetzt bin ich richtig happy. Ich wusste das nicht. Ich muss sagen, es ist ein bisschen schade, dass diesmal Zelda nicht gerade eine Kriegerprinzessin ist, wie in einigen anderen Teilen. Also halt, dass sie selber auch anpackt und so. Aber ich meine, sie hat sich geopfert und ist Jahre, hat sie in diesem komischen Stein geschlafen. Also ja, eigentlich, also sie ist sehr aufopferungsvoll in diesem Teil. Sehr mutig und aufopferungsvoll. Aber kämpferisch ist sie nicht dieses Mal. Was eigentlich eins der Teile ist, was mir immer sehr gefallen hat, dass Zelda auch selber ein bisschen anpackt, meistens bei den Endbosskämpfen und ein bisschen mitmacht. Aber na gut, das kommt ja noch. Thank you.
Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen, den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben, den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Link, was wirst du nun tun? Ach ja, wie immer ein fantastisches Spiel. Ich bin ja begeistert von allen The Legend of Zelda Teilen. Jeder hat auf seine eigene Art ein gewisses Grad an Charme und ist einfach, ja, super toll. Möchtest du das Spiel erneut beginnen und dich dem Heldenmodus stellen? Nein, auf gar keinen Fall. Könnt ihr sowas von vergessen. Möchtest du zum Titelbildschirm zurückkehren, ohne zu speichern? Du kannst den Heldenmodus jederzeit erneut auswählen. Zum Titelbildschirm ohne Speichern. Warum? Was passiert, wenn wir Abbrechen drücken? Ich bin gerade ein bisschen lost. Was? Titelbildschirm bedeutet, wir kommen zum Titelbildschirm, aber Speichern nicht. Und Abbrechen bedeutet was? Ach so, okay. Heldenmodus. Nein, okay. Gut. Ja, also wie immer, es hat mich erfreut. Es hat mich begeistert. Es hat mir wie immer mich in Stress und Angst versetzt. Ihr seht, wir hatten alle Herzchen. Wir haben insgesamt 65 Stunden gebraucht. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen langsam. Ja, ich bin eigentlich immer ein bisschen langsam, was das angeht. Heute ist für mich der 3.12., wo wir das beenden. Und es ist gerade kurz vor acht haben wir das letzte Mal gespeichert. Jetzt kurz vor 9, 8:30, boah. Na gut, ja, ich fand's wie immer wunderschön. Ich fand's sehr toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein toller Zelda-Teil, ich mag ihn gerne. Am Schluss war ein bisschen schnell, bisschen viel gekämpft. Die Kämpfe waren jetzt nicht so anspruchsvoll, muss ich zugeben. Gerade zum Ende hin, weil ich erinnere mich, am Anfang sind wir extrem oft gestorben. Jetzt sind wir nicht so wirklich oft gestorben mehr. Aber ich meine, finde ich auch gut. Also es ist für mich immer so ein schwieriger Grad zwischen, ja, wir sterben zu oft und es ist einfach zu anstrengend und ich habe gar keinen Bock. Oh, okay, sorry. Nee, Vieh wollte ich jetzt nicht hören. Und zwischen, okay, wir sind einmal gestorben und ich finde es vielleicht doch ein bisschen zu leicht. Aber mir ist lieber zu leicht als zu schwer. Ja, ich fand es super gut. Ich glaube, in nächster Zeit werden wir einfach weitermachen wieder mit Kena, aber das haben wir jetzt ewig nicht gespielt, sorry dafür. Aber ich habe Bock drauf und ich werde es weiterspielen. Und Spiritfarer steht ja auch noch an, das Update. Aber ja gut, dann, ich hoffe, euch hat das Let's Play auch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar dazu, bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und Vieh, halt doch die Klappe! wo waren wir? Kommentar, Bewertung und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!